Also spitzen wir das vielleicht auf die Frage nochmal zu, da ist natürlich viel mehr dabei gewesen, aber muss die Schuldenbremse nicht weg? Jens? Also wir haben der Schuldenbremse nicht zugestimmt. Wir halten sie auch so, wie sie verabschiedet wurde von SPD und CDU im Bundestag und von der Mehrheit der Länder im Bundesrat für falsch. Es ist zwar richtig, dass man gucken muss, dass die Netto-Neuverschuldung nicht permanent steigt, weil wenn wir in den nächsten Jahren 300 Milliarden Schulden haben im Finanzplan, heißt es ja auch, dass alle, die hier sitzen und Steuern zahlen, ja, das auch mit erstmal zurückzahlen und kein neues Geld da ist. Insofern muss man sich natürlich schon Gedanken machen, wie kann man die Netto-Neuverschuldung begrenzen und möglichst runterfahren. Aber so eine starre Schuldengrenze nach dem Motto, Bund und Länder müssen bis zum Jahr 2000x, ja, alles auf die Netto-Neuverschuldung auf Null gefahren haben, in dem Wissen, dass gerade jetzt Schulden aufgehäuft wurden und zusätzliche Investitionen nötig wären, damit man Infrastruktur finanziert, damit man Kinderbetreuung finanziert, damit man gute Bildung finanzieren kann. Das ist das Irre dabei. Ja? Wir haben vorgeschlagen, dass man eine dynamische Schuldenbremse macht, das heißt, dass man Investitionen in nachhaltige Strukturen rausrechnen kann, dass man Bildungsinvestitionen als Investitionen genauso rechnen kann wie Investitionen in Straßenbau. Das hätte nämlich auch den Ländern erleichtert, zusätzlich noch Geld aufzunehmen, um tatsächlich Lehrerinnen und Lehrer einzustellen, Ganztagsschulen zu bauen, damit wir wirklich mal eine vernünftige Bildung haben. Das alles ist abgelehnt worden. Ja? Und was ich auch völlig falsch finde, ist, dass der Bund überhaupt nicht mehr die Kommunen direkt unterstützen kann, weil die Föderalismusreform 1 da schon in Riegel vorgeschoben hat. Also nicht nur, dass wir den Ländern kein Geld für Bildung geben dürfen, sondern wir dürfen auch die Kommunen nicht mehr direkt unterstützen, zum Beispiel beim Ausbau der Kinderbetreuung. Das muss ja alles über einen Sonderfonds, das muss über einen Sonderfonds laufen. Und keiner weiß so richtig, wie das Geld ausgegeben wird, weil es nicht. Also das Land Hessen hat noch keinen müden Euro aus diesem Geld an die Kommunen weitergeleitet. Ich hatte neulich ein Gespräch mit dem Städtetag und dem Landkreistag, da ist nichts angekommen. So, also von daher ist diese Art von Schuldenbremse falsch, aber noch falscher ist, den Steuersenkungen nach der Wahl das Wort zu reden, weil wir müssen mehr Steuern einnehmen und das möglichst als Vermögensabgabe und Spitzensteuersatzerhöhung von den Leuten, die auch tatsächlich mehr Geld haben und teilweise die Finanzkrise auch mit verursacht haben. Hessen hat schon seit vielen Jahren eine Schuldenbremse und das hat Koch und seine Regierung nicht davon abgehalten, regelmäßig die Verfassung zu brechen und mehr Schulden aufzunehmen, als da drin stand. Ich glaube, dass diese Schuldenbremsendiskussion ein Ablenkungsmanöver ist. Man kann nicht ernsthaft dafür sein, Schulden zu machen und den Staat zu verschulden, weil das immer eine Umverteilung von unten nach oben ist, weil es die Reichen sind, die von den Staatsschulden profitieren. Und nicht sozusagen die weniger haben, dann auf einmal mehr bekommen. So, das Gegenteil ist der Fall. Das heißt, das, was an der Schuldenbremsendiskussion ja das eigentliche Problem ist, ist, dass sie benutzt werden kann dazu als Argument für einen Sozialabbau. Zu sagen, wir haben ja eine Schuldenbremse und deswegen müssen wir die Ausgaben senken. So. Das ist aber eine politische Diskussion und keine Frage des Grundgesetzes, weil man kann auch die Verschuldung dadurch bremsen, dass man die Einnahmeseite erhöht, um die notwendigen Investitionen zu tun. Das ist dann die politische Auseinandersetzung und da an der Stelle sind wir klar positioniert. Die Schuldenbremse halte ich da eher für ein Ablenkungsmanöver von der eigentlichen Frage, um die es an der Stelle geht. Ich teile vollkommen, Bildungsinvestitionen sind Investitionen und müssen auch so gerechnet werden. Das ist da keine Frage. Was den Punkt gute Arbeit, Binnenmarkt, hohe Löhne anbelangt, da würde ich den Fokus mal wegnehmen wollen unter dem Stichwort gute Arbeit. Wir sind ein Landkreis, der sehr viele gewerbliche Arbeitsplätze hat, aber ich will den Fokus mal auf die Arbeitsplätze lenken in der sozialen Arbeit. Die nicht, sagen wir mal, unter Globalisierungs- und Exportdruck und sonst was alles stehen, sondern die von unserem Sozialstaat zu Recht finanziert, aber zu schlecht finanziert werden. Und an der Stelle bin ich den Erzieherinnen und Erziehern sehr dankbar,
durch ihren Streik mal endlich den Blick darauf gelenkt zu haben, welche Arbeit dort gemacht wird und wie sie entlohnt wird. Die Altenpflege ist das nächste Thema, wo ich hoffe, dass diejenigen, die einen im höchsten Maße psychisch und physisch belastenden Job machen, dafür auch endlich angemessen entlohnt werden. Und natürlich ist das dann auch ein Beitrag zur Stabilisierung des Binnenmarkts. Das haben wir jetzt gesehen. Der gesamte Bereich Gesundheitswirtschaft, der gesamte Bereich des Gesundheitssystems wirkt im Moment in der Krise sehr stabilisierend. Das ist auch gut so und so soll es auch bleiben. Einnahme erhöhen, haben Sie beide gesagt, im Grunde genommen. Das heißt also durch Steuererhöhungen mehr oder weniger, beziehungsweise insbesondere bei den Reichen in erster Linie oder denjenigen, die was zahlen können. Die Linke ist, glaube ich, eine von den drei Fraktionen, die jetzt Steuersenkungen eigentlich vorgesehen hat, oder? Steuersenkungen? In diesem Sinne, ja, das ich glaube zumindest Umsatzsteuer. Mehrwertsteuer. Dafür sind wir. Wenn wir jetzt dann gucken, diese Schuldenbremse, also die Schulden sind mehr geworden oder wird mehr, wenn wir auf unser eigener Haushalt gucken, wenn wir mehr ausgeben, als wir bekommen, dann klar, das machen wir dann auch Schulden. Komischerweise, also die meine Mitdiskutanten, die waren doch an der Regierung, beide waren an der Regierung, als die Mehrwertsteuer erhöht wurde, als die den Spitzensteuer gesenkt wurde, als die Vermögensteuer abgeschafft wurde, als die Körperschaftssteuer abgeschafft wurde. Und das ist klar, dass dann mehr Schulden machen müssten, die Stadt mehr Schulden machen müsste. Und jetzt, wenn wir die Schuldenbremsen sagen, das heißt dann, wir müssen dann mehr Einkommen haben. Wenn der Staat nicht dafür sorgt, dass dann der Staat mehr Einkommen haben kann, was bleibt dann übrig? Die soziale Kürzung. Also das wird dann von den Rentenkürzungen, von den Bildungswesen, das Bildungswesen jetzt gerade, wenn ich sage, dass der Staat im Moment nach jedem Bahngeld her schmeißt und in dem Bildungswesen ist sogar Kürzung, also das Bruttoinlandprodukt ist 0,1% sogar, wenn auch 0,1%. Wichtig ist, dass gerade in diesem Moment da runtergeht, dass die Ausgabe für die Bildung. Das sage ich nicht, das hat der OECD gesagt. Also ist nicht meine Forschung, sondern was der OECD vorgelegt hat. Ja? Dann gucken Sie mal nach. Ja.